Recht herzlich willkommen zur 196. Folge vom City Skylines. Ja, wir sind letztes Mal bei der Müllhalde gewesen und haben da was geguckt. Ja, wir wollten hier was neu organisieren, die Straße mit dem Stau wollten wir beseitigen und wir wollten hier vielleicht auch schauen, dass wir hier noch einiges in die Wege leiten und was mit dem? Räumung beendet, okay. Ja, was wir ja natürlich hier haben, wir so eine schicke Brücke, ne? Und die fahren alle hier rauf. Und die können hier auch reinfahren, wenn, ne? Man müsste nur hier einen Anschluss machen, ne? Kann das sein? Was haben wir denn hier für eine Straße? Eine Straße mit Mittelstreifen. Eine Straße mit Mittelstreifen. Die ist dreispurig oder zweispurig? Zweispurig. Müsste es ja die sein und diese sein. So, da geht es auf der Autobahn drauf, ne? Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach hier nur ein Stück geradeaus machen. Prinzip da ein, ne? Geht nicht wegen dem Strom, okay. Der Strom ist da, ja. Da kann man nichts machen. Machen wir es bis dahin. Ja. Und dann ist diese Straße. Oh, ist gerade so dunkel, ne? Ist das eine mit Grünstreifen? Ich glaube. Ne, ist eine ganz einfache Straße wahrscheinlich. Und die kommt von hier dann. Und geht bis hier und bis da und dann passt es auch. So, jetzt können auch Autos langfahren, von da kommt, oder? Einer fährt schon in die falsche Richtung. Nein, der hat bestimmt hierhin gedreht, weil die Straße noch nicht fertig war, ne? So. Dann haben wir noch einen Anschluss von hinten und dieses hier können wir auch noch ändern. Straße weg. Und wieder öffnen. Beziehungsweise machen wir nochmal zu, Räumung beenden. Lass mal den. Ne, lass den da, das passt schon, den machen wir auf. Und verschieben hier hinten irgendwo welche, dieses hier vielleicht weg, das wollen wir noch ein bisschen ändern, ne? Und da kommen wir mal hier hinten hin, da hatten wir ja schon so eine Stelle. Gucken wir mal. Ach so, da geht eine Straße rein und da können wir es nicht hinsetzen. Dann haben wir da leider keinen Platz. Müssen wir erst die Straßen verlängern, ne? Okay. Deponie abbrechen. Straßen bauen. Ja. Sind das auch einfach? Ne, hier haben wir mit Grünstreifen genommen. Machen wir dahin und Wasser brauchen wir glaube ich noch mehr, oder? Ja. Zack, fertig. Das wieder weg. Zu den anderen Deponien und eine rüber schleppen, ne? Wo waren sie? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Karte so und dann da, alles klar. Ja. So, Deponien. Also hinten fahren auf jeden Fall auch welche lang, wie wir gerade sehen. Das ist schon mal gut. Aber wir wollten welche verschieben. Wie sieht das hier aus? Der Stau hat sich auch ein bisschen gelichtet. Stehen auf jeden Fall nicht mehr bis auf der Bahn. Okay. Da können wir auch noch gleich was machen. Die Frage. Nehmen wir das weg. Fertig.
Okay. Nächsten. Auch darüber. Passt. Noch einer. Wie, den kann man nicht bewegen. Ach, weil der noch voll ist. Noch entleert wird, okay. Okay, dann nicht. Dann machen wir das so. Zack, da einen noch hin und dann holen wir noch einen. Einer geht noch. Also der wird noch entleert. Warte mal, muss man den anmachen, damit er entleert wird? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann machen wir das so. Nehmen den mit. Und bringen den dann noch rüber. Und die sind nicht erfreut, das ist klar. Jetzt müssen wir auch erstmal das Müllproblem angucken. Haben wir überhaupt eins? Die Mülldeponien sind nur zu 21% ausgelastet, aber da wir die Aufteilung machen wollten, macht das Sinn, die jetzt doch hier anzumachen, ne? Lass die mal laufen. Einfach Klick reicht, ne? So, ach so, ja. Ja, das haben wir schon geschafft, aber das dann noch nicht. Müssen wir auch noch einschalten, sonst funktioniert das nicht, ne? So, jetzt laufen wir. Das finden die da unten noch schlechter, ist klar, aber das ist halt so, ne? Man kann im Leben nicht alles haben. Auf der einen Seite Müll produzieren, aber keine Dingens wollen. Was haben wir denn hier noch aus? Okay, wo ist das Problem, dass die schwarz ist? Müllfahrzeug in Verwendung, okay. Schwarz heißt doch immer aus, oder? Ach, wir haben kein Material dafür, kann das sein? So sieht's aus. Die laufen nicht, weil die nichts verbrennen. Okay, sehr interessant. Wie sieht das hier hinten aus? Haben wir hier Verbrennungsanlagen. Das muss erstmal aus. Warte, da war noch eine, oder? Die sind alle aus. Die hier nicht. Die benutzen wir. Die sind alle aus. Die läuft. Die läuft. Die laufen beide auch. Okay. Jetzt müsste man gucken, ob man dann eine Brücke rüber baut, ne? War hier nicht vorhin. Ich konnte doch hier nicht bauen, weil hier die Hochspannungsleitungen waren, oder? Jetzt sind die abgerissen, oder wie sehe ich das? Ist ja der Hammer, oder? Jetzt machen wir das so und fertig. Ist es auf jeden Fall wieder angeschlossen. Gut, das haben wir gemacht. Was war mit der Autobahn? Sollte man die weiter fortführen? Haben wir mal gehabt. Die kam hier hinten so komisch drauf, ne, oder? Ja. Ja, eine Abfahrt brauchen wir hier nicht, wenn dann... So, dann daneben. Dann ist die schon mal länger, ne? Ach, jetzt haben wir sie mit Wärmschutzwand gebaut. Naja,
Dann ist das halt so, ne? So, Abfahrt haben wir. Fehlt nur eine Auffahrt, ne? Puh. Die ist jetzt hier nicht geplant gewesen, ne? Da muss man schon... Ne, muss man nichts abreißen, okay. Okay. Ach so, jetzt verstehe ich schon. Ich glaube, da müssen wir noch mal was wegreißen. Die muss da schon geschwungen kommen, ne? So. Und dann so da drauf irgendwie. Naja. Und dann will er nicht mehr. So, diese Auffahrten könnte man irgendwie ein bisschen schicker veranstalten, ne, oder? Zack, jetzt ist es da und fertig. Na, so ist. Ja. Gut, jetzt haben wir da eine Auffahrt. Jetzt brauchen wir hier nur eine Abfahrt. So gefällt's mir. So, das ist dann eine ordentliche Kreuzung. Oh, guck mal, hier sind sogar Schilder. Waren die da schon immer? Ich glaube nicht, ne, oder? Leider kann man nicht näher ranzoomen, weil da steht nicht Müllviertel. Gut, okay, das wäre erledigt. Muss man dann schauen, wie man da rüberkommt, ne? Das ist ja das Problem, was wir damals hatten. Hier ist die Straße, die Autobahn. Und das ist ein Dreieck, okay. Ach, wir kommen hier drauf zu, ne? Wo die Dingens lang fahren hier. Okay. Dann müsste man gucken, dass man das halt mit der Straße erst löst. Bis darüber und dann eine Autobahn rausmacht, ne? Gut. Das ist eine Straße mit Bäumen in der Mitte. Vierspurig. Also diese. Okay, die biegt hier irgendwie ab. Auch sehr interessant. Okay, und ich glaube, da müsste man dann hochgehen, ne? Hm. Ich denke mal, vielleicht so noch. Hier die Straße höher machen. Sieht man jetzt gerade so schlecht. Aber so ist, glaube ich, schon nicht verkehrt. Hier gehen wir wieder runter. Und hier gehen wir dann über den Fluss, oder? So, und dann müssen wir mal gucken, wo die Autobahn ist. Da hinten. Ja. Besser wäre gewesen, da anzuschließen. Aber das geht nicht, weil da das Grundstück schon zu Ende ist. Okay. Da wieder hoch. Okay. Das ist eine Stromleitung, das ist gar keine Eisenbahn. Das heißt, das letzte Stück kann auch erstmal wieder weg. Einmal bitte weg. Da müssen wir nur gucken, dass wir an der richtigen Stelle rauskommen. Ne? Das ist das. So.
Ja. Ich glaube, wir ziehen noch ein ganz kleines bisschen weiter und dann machen wir da eine Autobahnabfahrt, Auffahrt hin, ne? Oder wir ziehen die Straße hier rüber. So. So und dann einfach stumpf hier drauf und fertig, oder? So. Alles gut. Und hier schließen wir die Autobahn noch an. Dann machen wir die noch ein Stück länger. Das ist die. Bis da, genau. Und da, bis da. Gut, das passt. Dann das. Das ist die Abfahrt. Und das wird die Auffahrt. Gefällt mir nicht. Letztes Stück wieder weg. So sieht's auch ganz gut aus, oder? Ja, kommen wir mit klar. So, und dann können da welche fahren. Passt. Haben wir das auch hingekriegt? Dann ist das ja auch ein bisschen besser, glaube ich. Aber der Stau wird hier mehr, sehr schlecht. Aber vielleicht kommen demnächst von da welche, dann wird das vielleicht wieder lichter. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier besser hinkriegen. Okay. Aber für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.